Johannes Hovene, Hauptmann der Kompanie Wasserstraße, ist der neue König der Schützengilde Friseute. Ermittelt wurde der König am Sonntag auf dem Appellplatz beim Adlerschießen. Hovene war in diesem Jahr der einzige Königsanwärter. Zahlreiche Besucher verfolgten das Schießen auf den Adler. Tausende standen auch Spalier, als die Schützen der vier Kompanien Wasserstraße, Moorstraße, Lange Straße und Kirchstraße unter musikalischer Begleitung zum Appellplatz marschierten. Ehrengast des diesjährigen Schützenfestes ist Heinrich Kuhlmann. Er war vor 50 Jahren König der Gilde.